Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin der Austrian Lego-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute habe ich ein kleines, aber feines Set für euch, das man momentan zumindest so in der Form noch nicht kaufen kann. Dann werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, wenn man das nicht kaufen kann, was interessiert mich das, warum stellt er uns das vor? Ganz einfache Geschichte. Die meisten von euch werden sicherlich mitbekommen haben, dass wir Klemmbaustein-YouTuber uns ja in den vergangenen Wochen zusammengetan haben zu der Aktion Building Bricks for Happiness. Und in diesem Rahmen habe ich ja auch teilgenommen und habe sehr, sehr viele super nette Leute kennengelernt und unter anderem den Michael Reimann. Der arbeitet bei Radio Bremen und ist Lego und Apple Nerd und er ist letztes Jahr im Frühjahr von der Pressesprecherin der Bremischen Bürgerschaft angesprochen worden, ob er nicht Lust hat, das Haus der Bürgerschaft aus Legosteinen zu designen. Der Michael war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht in Bremen, sondern in Berlin. Und Teil der Challenge war, in den dortigen Lego-Store zu gehen und zu schauen, welche Teile sind da verfügbar in der Pick-a-Brick-Wall. Und nur aus diesen Steinen sollte dann das Set zusammengebaut werden. Er hat auch nicht viel Zeit gehabt dafür und hat dann Teile rausgesucht, das erste Modell entworfen. Es hat dann allerdings noch über 100 Teile gehabt. Es musste noch ein bisschen optimiert werden. Warum optimiert werden? Das Set sollte so wenig wie möglich Teile haben, weil es soll als Geschenk für die zahlreichen Gäste der Bremer Bürgerschaft dienen. Jetzt muss ich das selber mal kurz lesen, weil das kann ich mir jetzt auch nicht alles merken. Also er sagt wortwörtlich, man wollte ein handliches und attraktives Geschenk für die zahllosen politischen Gäste der Bürgerschaft haben. Schließlich sollten diese sich mit einem guten Gefühl an ihren Besuch in Bremen erinnern. Das Set soll wohl auch in Zukunft in größerer Stückzahl in Bremen an Touristen verkauft werden. Besteht aus 76 originalen Lego-Teilen und ich habe mir gedacht, das ist nicht viel, das können wir mal im Rahmen dieses Videos schön zusammenbauen. Was haltet ihr davon? Ist doch bestimmt eine gute Idee, oder? Dafür werden wir jetzt einmal die Kamera umschalten. Ich werde das nochmal ein bisschen näher reinhalten, dass ihr das seht. Das steht unten draus, 76 Lego-Bausteine. Schöner Druckverschlussbeutel. Und auch für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt auf die Schachtel und auf die Anleitung stehen, die Teile sollten auch kein Problem sein, über Bricklink oder Lego Steine Service zu bekommen. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. Da hinten ist er übrigens drauf, der Michael. Auch in dieser kleinen Broschüre sind halt eben Informationen über dieses mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude. Und die Bauanleitung selber besteht nur aus 8 Schritten. Das auch noch einmal da reinhalten. 8 CC. Ist also nicht sehr aufwendig. Und ich denke, ich fange einfach einmal an und werde das zusammenbauen. Also ich habe das dann durch Zufall, weil ich mich im Rahmen dieser Building Bricks for Happiness Sache, bin ich ja mit Michael in Kontakt gekommen und er hat das Bild über seinen Instagram-Account geteilt und ich habe das gesehen und habe ihn dann gleich angeschrieben, wo kann man das kaufen, weil mich das interessiert hat. Und daraufhin hat er mir dieses Set zugeschickt, dass ich es im Rahmen eines Videos, ich habe auch schon ein Speedbuild-Video auf meinem Hauptkanal Austrian Lego Fan darüber gemacht, euch zu zeigen, weil ich es einfach toll finde, dass es sowas gibt. Könnte vielleicht ein gutes Beispiel sein, auch für andere Städte, Wahrzeichen in der Form nachzubilden und vielleicht auch an Touristen oder Staatsgäste und so weiter zu verschenken. An Touristen natürlich nicht verschenken, an Touristen kann es wirklich auch verkauft werden. So. 1, 2, 3. Es sind halt eben ziemlich viele immer die gleichen Steine. Davon zum Beispiel haben wir jetzt hier 3, 6, 9, 12 Stück brauchen wir davon. So, 3.
6. Und 12. Und der nächste Schritt haben wir jetzt da, diese Teile, und da kommen immer zwei von diesen Fliesen drauf, und das Ganze brauchen wir jetzt 2, 4, 6, 8 Mal, und das bildet dann die Frontfassade von diesem Gebäude. Man kann auch das tatsächliche Gebäude, auch wenn das Set jetzt nur so wenig Teile hat, aber total gut wiedererkennen. Wenn ihr mal im Internet auf Google eingibt, Haus der Bürgerschaft Bremen, dann tauchen natürlich sofort Bilder auf und man erkennt es sofort wieder. Und das ist, finde ich, das ist das Wichtigste. Es erinnert mich irgendwie an die ersten Architecture Sets von Lego, zum Beispiel den Seattle Space Needle oder so. Auch Sets, die keine 100 Teile gehabt haben, aber man hat sich trotzdem sofort wiedererkannt. Und auch gab es ja auch das Empire State Building und ich weiß gar nicht, was sonst noch alles gab. Mittlerweile sind die Sets natürlich nicht mehr erhältlich und wenn, dann richtig, richtig teuer. Damals haben sie irgendwas um die 20 Euro, glaube ich, gekostet. Auch dieses Set soll irgendwo zwischen 15 und 20 Euro nachher wahrscheinlich kosten. Na, komm her. Ist natürlich für ein Set, was keine 100 Teile hat, nicht gerade, mein Gott, was baue ich denn da für ein Mist, nicht gerade günstig. Allerdings ist die Anleitung, die Schachtel und das muss ja auch alles irgendwie produziert werden. Jetzt das 1x1 Teil verschludert. Wo ich das Speedbuild-Video von gemacht habe, war es noch da. Ah, da ist es drauf. Das habe ich vergessen abzumachen. Ach. Auch das kann passieren. So, jetzt haben wir es gleich. Sechs Teile noch. So, und fertig ist es. Schaut doch ganz niedlich aus. Ich finde das Ganze, ehrlich gesagt, ist eine tolle Idee. Und wie gesagt, könnte als Vorbild für andere Städte auch dienen. So, jetzt werden wir da wieder mal umstellen. Und dann können wir noch mal da. Dann habt ihr vielleicht einen besseren Blick drauf. Also ich finde, wie gesagt, das Set schaut toll aus für 76 Teile. Und ich bin echt glücklich, es zu haben. Danke nochmal dafür, Michael. Der Kanal von Michael hat auch einen YouTube-Kanal und wie gesagt Instagram. Werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Und vielleicht ist es ja auch mal irgendwie, vielleicht über irgendeinen Online-Shop oder sonst was in Zukunft bestellbar. Ich habe keine Ahnung. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kleinen, aber für mich spaßigen Video. Michael, es war mir eine Freude, das Set zu zeigen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Lego Fan.